So, ja, dann starte ich mal direkt, bevor es noch wärmer wird. Und zwar eben über die bizarrsten Phänomene der Grenzwissenschaft. Die wirklich ganz bizarren habe ich weggelassen, weil dann gehen alle flöten hier. Dann ist es leider schon vorbei. Und zwar fange ich an, wie der Robert gerade auch gesagt hat, mal mit Kryptozoologie, wenn ich weiß, wie das funktioniert. So, und zwar mit bizarrer Kryptozoologie. Es geht hier jetzt nicht um Nessie, Bigfoot oder den Yeti, sondern ich fange mal mit den Verwandten des Regenwurms an, in Anführungszeichen, und zwar die tödlichen Verwandten. Und die sollen in Asien wohnen, in der Wüste Gobi, in der Mongolei, in Nordchina. Und zwar handelt es sich dabei um den mongolischen Killerwurm oder mongolischen Todeswurm. Es ist tatsächlich so, dass seit Jahrzehnten Berichte kursieren aus der wirklich dünn besiedelten Mongolei, dass es dort so eine Kreatur geben soll. Die Länge wird beschrieben mit 1,20 Meter. Also das wäre etwas, was man messen könnte, wie wir ja gerade erfahren haben, und das Gewicht messen könnte. Aber es ist, wie gesagt, sehr dünn besiedelt dort, und das sind Gerüchte von den Einheimischen, und die erzählen, dass dieser Wurm in der Erde wohnt, im Sand wohnt. Ab und zu kommt er raus, sein Biss ist tödlich, auch wenn man sie essen würde, würde man sterben. Gelbe Farbe würde den Killerwurm anziehen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel eine gelbe Hose anhätte und dann dürfte man nicht durch die Wüste Gobi laufen, dann springt ein so ein 1,20 Meter großer Killerwurm entgegen. Die Wüste Gobi ist natürlich auch sehr heiß und alles, aber es hat tatsächlich in den letzten Jahren einige Expeditionen, teilweise auch, naja, Abenteurer gegeben, die diesen Wurm gesucht haben, ob da tatsächlich etwas Reales hintersteckt, weil es heißt, vielleicht ist es einfach nur eine Mischung aus Schlange oder irgendein Volksmärchen, was aus großen Würmern eben sowas machte. Und da hat man Fleischbrocken ausgelegt, Köder vor Höhlen, wo es angeblich diese Kreatur wohnen soll. Aber gefunden hat man in ganz Zentralasien natürlich keinen Killerwurm. Der ist nicht zu verwandten mit dem Film, den ihr vielleicht kennt, Im Land der Raketenwürmer. Habt ihr vielleicht schon mal was von gehört, wo solche Riesenviecher unter der Erde wohnen sollen in den USA. Aber das ist ein kryptozoologisches Phänomen, wenn wir es mal so nennen möchten, was wirklich abseits steht von den Klassikern. Bigfoot wurde gesehen oder, wie man so gerne, die Skeptiker sagen es so gerne, immer in der sauren Gurkenzeit, es ist mal wieder Nessie in den Medien, Ungeheuer von Loch Ness. Eben, das ist etwas ganz anderes. Ob es den gibt, ich weiß nicht. Ich vermute tatsächlich eher, dass es sich da durch eine Schlange handelt, eine Schlangenart, vielleicht eine Kobra oder so, die dann durch Volksmärchen irgendwie zu so einem Todeswurm, zu einem solchen Todeswurm mutiert ist. 1,20 Meter ist auch nicht so lang, sagen wir mal so etwa, also nicht so ein Riese. Ja, aber auch in Europa gab es angeblich mal diesen Tatzelwurm, der soll auch Tiere, Menschen angegriffen haben, vor allen Dingen im Alpenraum. Da ist die wahrscheinlichste Erklärung eventuell, also hier, das sind so volksgenössische Zeichnungen, wie das Ding eigentlich ausgesehen haben soll, laut dem Volksmund. Aber da könnte es sich tatsächlich um ein etwas verschrobenen Mythos handeln, dass es da irgendwelche Echsen waren, so eine Art Salamander, sagen wir mal so, auch mit nur Vorderbeinen, die hat es tatsächlich dort auch gegeben im Alpenraum. Aber eben haben dort immer wieder Schäfer, Jäger oder einfach nur Wanderer berichtet, dass im Wald so ein seltsames Wesen haust, was Mensch und Tier angreift. Gefunden hat man den natürlich nicht. Ich hatte hier zum Beispiel jetzt Fotos von angeblichen Skeletten dieses seltsamen Tatzelwurms einfügen können aus dem Internet, was alle Fakes sind, zusammengesetzt aus verschiedenen Knochen. Na, das ist so. Ja, der ist schon wieder lustig, weil da gibt es ganz interessante Geschichte zu, wo ich gleich drauf eingehe. Und zwar dieses Wesen, der Chicchane, der soll auf den Bahamas, so in der Karibik, auf der Insel Andros zum Beispiel, hausen und wohnen. Und wenn ihr euch mal die drei Bilder ansieht, das sind alles so fantasievolle Zeichnungen, wie dieses Tier angeblich aussehen soll. Zu dem linken Bild hier heißt es, dass er quasi große rote Augen hat und wie so ein Alien aussieht, hängt gerne an Bäumen rum, eben so, wie dieses Bild das darstellt. Hier in der Mitte, das ist schon realistischer und
so etwas. Aber der Volksmund sagt, dieses Wesen soll nachts eben dort sein Unwesen treiben und Tiere angreifen und ihnen das Blut absaugen. Da wären wir wieder bei einem Mythos des Ziegensaugers, des Chupacabra, den ich hier aber bewusst weggelassen habe, weil ich denke mal, dass von euch alle diesen angeblichen Ziegensauger in der Karibik kennen. Ja, hier sagen Skeptiker bzw. Mystery Analytiker, das wäre vielleicht einfach nur ein großer Vogel, eben hier so, der in den Bäumen hauste oder so etwas, aber gefunden, was der Grund für diesen Mythos der Bevölkerung da ist auf den Bahamas, was der Grund dafür sein könnte, wurde bisher kein Tier. Genauso wie hier in Zentralafrika, da soll so in Kenia, in Sümpfen, im Dschungel oder so, soll ein Dinosaurier noch existieren. Und zwar, in diesem Bild sieht man es sehr gut, im größten Vergleich, also nicht so ein Riese, so mit 40 Tonnen Gewicht, sondern in dieser Größe hier ein Einheimischer. Und da berichten die lokalen Stämme dort in den Urwäldern, dass Boote von diesem Tier angegriffen werden, dass der Verzehr des Fleisches dieses Dinosauriers tödlich ist. Und es hat über ein Dutzend Expeditionen nach Zentralafrika gegeben, eben auf die Spuren dieses Mokele Membe, so nennt es die lokale Bevölkerung da in Zaire, Kongo, dort im Kongo-Becken in den Sumpfgebieten. Gefunden hat man gar nichts, bis auf Fußabdrücke, erinnert wieder an Bigfoot, oder irgendwelche Schneisen, wo angeblich so ein Tier durchgelaufen sein soll. Und wenn man den Einheimischen, auch die Pygmäen dort, Bilder vorlegte, wie sah das aus, Krokodil, Hund, Katze, Maus und dann eben so ein Dinosaurierbild, dann sagen die immer, so sah das aus. Gefunden hat man davon auch nichts. Man hört auch eigentlich sehr wenig davon in der Kryptozoologie, in den Mainstream-Medien, weil es ja immer wieder die gleichen sind. Aber dieser Autor hier, da habe ich mal extra das dicke Buch mir mal mitgebracht, Karl Hagenbeck, den vielleicht auch einige kennen, der hat so die Zoos in Deutschland gegründet und fing da so an, wilde Tiere, Löwen, also etwas nach Deutschland in Zoos zu bringen. Dieses Buch ist von ihm von 1909 und er ist auch dafür verantwortlich, dass Zoos heute so aussehen, wie sie aussehen. Eben Affen nicht in kleinen Käfige, sondern in einem großen Gehege. Das ist der Verdienst von diesem guten Herrn. Und in diesem Buch von 1909 von Tieren und Menschen schreibt er, ja, von Tieren und Menschen, aber er berichtet auch, dass es in Afrika, weil er hat in aller Welt ist ja rumgereist und hat in verrückte Tiere geholt, verrückt in Anführungszeichen, Elefant kennen wir natürlich alle, aber so etwas nach Europa, eben, dass die Eingeborenen in Afrika erzählen, und hier zitiere ich mal, die Eingeborenen eines Ungeheuers, das halb Elefant, halb Drache in den unzugänglichen Sümpfen haust. Also dieser Mythos ist, das sagen nämlich Kritiker ganz gerne, nicht ein Internetmythos, irgendwie geboren durch moderne Medien und durch Copy and Paste im Internet oder weitererzählen, sondern schon vor 107 Jahren hat der Karl Hagenbeck darüber berichtet. Er hat auch, vielleicht noch als kurze Anmerkung, versucht, dieses Tier einzufangen, um es in deutschen Zoos auszustellen, aber klappte ja nicht, das wissen wir, oder sonst wüssten wir davon. Ne? Auch sehr bizarr. Das ist übrigens ein kryptozoologisches Phänomen, wo ich meine, da könnte tatsächlich ein reales, noch nicht gefundenes Tier hinterstecken in den unzugänglichen Regionen in Zentralafrika. Ja, hier, da habe ich ihn ja gerade vorgelesen. Gut, von 1908 ist das Buch. Gut. Er war halt auch eben davon überzeugt, dass es dort noch Dinosaurier gibt. Ja, anders ist es hier bei dem Mottenmann von Point Pleasure. Das gehe ich jetzt nicht näher darauf an, auf die Sache da 1966, weil da soll ja immer ein 2,5 Meter großes Wesen gesehen worden sein mit riesigen Flügeln, rot glühenden Augen. Die habe ich jetzt bei diesen Zeichnungen im Grafikprogramm extra noch roter gemacht. Und es ist natürlich ziemlich bekannt, wurde auch verfilmt hier dieses Buch von John Akeel, The Mothman Prophetics. Aber ich habe im letzten Jahr mal einen Aufruf gestartet, hier dieser Mann da links mit dem gelben Augen bin ich, in einem angeblichen Spukhaus in Köln, und habe da mal einen Videoaufruf gestartet bei YouTube und habe gesagt, wenn ihr mal paranormale Phänomene erlebt habt, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail, erzählt mir davon. Und da kamen natürlich zahlreiche Anfragen, die üblichen Geschichten, ja, ich glaube, meine Oma kommt immer wieder so, und ich glaube auch, dass mein Vater mit mir spricht und so, alles, was wir auch kennen, und die parapsychologische Beratungsstelle sowieso. Und da kamen aber auch drei Personen auf mich zu, die gesagt haben, dass sie
diesen Mottenmann, diesen Mottman, der eigentlich ja, wie gesagt, vor 50 Jahren in den USA sein Unwesen getrieben haben soll, auch in Deutschland gesehen haben, zum Beispiel in der Nähe der Ostsee oben, in Nordostdeutschland. Und teilweise diese Geschichten, also diese Erlebnisse von diesem Mothman, der tatsächlich so ausgesehen haben soll mit seinen rotstrahlenden Augen hier in Deutschland, stattfanden, bevor dieses Phänomen bekannt wurde. Das ist natürlich so eine Sache, wie will man das jetzt nach Jahrzehnten überprüfen? Da braucht man zum Beispiel nicht vor Ort hinzufahren, um sich die Gegend anzugucken, wenn die Sichtung 50 Jahre her ist hier in Deutschland. Da hat sich alles verändert, selbst die Bäume und so. Rechts, das ist nämlich ein Jubiläum, 50 Jahre Mothman. Das wird natürlich in Point Pleasure mit einem großen Festival dieses Jahr gefeiert. Und da könnt ihr euch, wenn ihr dahin wollt in den USA, allerlei Mothman-Geschichten erzählen lassen. Aber die aus Deutschland fand ich sehr interessant, diese Geschichten, weil sie beharrten darauf, es waren große geflügelte Wesen, eben auch mit diesen roten Augen. Wirklich sehr bizarr. Genauso wie diese Story mit den Dämonen in den USA. Der Dover Dämon, das in der Nähe von Boston, hat die 1977, dieser John Baxter, der da unten ist, mit seiner Zeugenskizze, an der Frisur seht ihr, das ist ein Originalbild von 1977, hat angeblich diese seltsame Kreatur hier gesehen. Also das ist diese Originalskizze von ihm, das ist eine moderne Interpretation. Und das sei angeblich am Straßenrand langgelaufen, dieses Wesen. Und wäre 1,20 Meter groß gewesen, auch irgendwie alienmäßig sieht es aus mit dem Kopf und den Augen. Seine Kumpels hätten es auch gesehen, aber nie jemand anderes. Völlig bizarr. Auch 1,20 Meter bis 1,50 Meter groß soll das Wesen gewesen sein, dieser Dover Demon. Aber irgendwelche Belege dafür, für diesen Bereich, ich ordne ihn einfach mal bei Kryptozoologie ein und nicht mit einer Aliensichtung zum Beispiel, hat es auch nicht gegeben. Genauso wenig hier wie diesen Jersey Devil. Das ist ganz besonders interessant. Da gibt es zwei verschiedene Mythen, wo dieses seltsame Vieh herkommen soll. Das ist eine Skizze von 1909 aus der Presse. Da gab es eine Sichtungswelle dieses angeblichen Teufels im Wald. So soll er ausgesehen haben, eben noch mit Hufen und also wie, quasi wie ein Teufel. Und da gibt es zwei interessante Geschichten. Einmal, wer dieser Teufel, der nennt sich auch Leeds-Teufel, von einer Frau geboren worden sein, die Leeds hieß. Und das ist hier dieses Geburtshaus, das ist restauriert. Da soll er geboren worden sein. Und zwar war es das 13. Kind. Und die Frau hat dieses 13. Kind verflucht, weil, naja, weil es die 13. die Unglückszahl ist. Und dann wäre dieses frisch geborene Baby aus dem Kamin, welchen weiß ich nicht von diesen beiden, herausgeflogen und treibt die seitdem hier in Jersey das Unwesen oder sein Unwesen. Eine andere Story wäre eben, dass es einfach nur ein verhextes Wesen des Teufels ist, eben aufgrund von religiösen Überzeugungen eben interpretiert, dass es tatsächlich der Teufel selber ist. Oder beide, naja, Volkssagen vermischt, dass eben diese Frau Leeds, tatsächlich den Teufel geboren hat, der immer noch da wohnt. Ich möchte mal wissen, wie anders, also ist natürlich alles christlich geprägter, die Region, die ganze USA natürlich, aber wie, wenn es diese Geschichte von diesem Wesen, was tatsächlich auch wieder völlig ohne Beweis ist, ob es dieses gibt, außer Zeugenaussagen, es soll ja bis heute existieren. Es wäre interessant, wenn sowas irgendwo anders gesehen wird, wo es andere religiöse Ausprägungen gibt, zum Beispiel, wenn es in Indien ist, da haben wir ja kaum den christlichen, den katholischen Glauben wie da, wie es dann interpretiert worden wäre, wohl nicht als Teufel. Ja, wenn man schon vom Teufel spricht, das finde ich auch sehr interessant, das ist Davon, das ist im Südosten, Südwesten der USA, eine Grafschaft, und da hat es 1855, aber im Winter, im Februar 1855, die sogenannten Teufelsspuren gegeben. Das sind hier eine zeitgenössische Darstellung, ist das eben Teufelsspuren genannt, weil es Huf eisenförmige Abdrücke sind. Und hier kurz erklärt, damalige Chronist, also so quasi die lokalen Geschichtsschreiber, das sind meistens Pfarrer gewesen, war auch hier der Fall, haben das dann alle notiert und dieses Bild links, da sieht man es sehr gut. Es ist dann über Hausdächer, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt hier, diese Spuren über kilometerweise, immer morgens wurde das gefunden, über Mauern, über Felder, überall lang. Es wurden Hundertschaften, würde man heute sagen, oder
oder sagen wir mal ein privater Wachschutz zusammengerufen. Der ist mit Mistgabeln und Gewehr durch die Wälder gegangen und hat diesen angeblichen Teufel gesucht, aber nie gefunden. Und diese kleinen Abdrücke muss man auch, das kann man hier sehen, sie sehr groß aus, also sie waren winzig, ne? so ganz klein. Ja, das findet man immer wieder so, dieses Fallballspiel in Büchern über unerklärliche Phänomene, aber selten auch über Kryptozoologie. Die Kritiker sagen, diese hufeisenförmigen Abdrücke im Schnee gab es tatsächlich, aber es sind natürlich keine echten Hufeisen eines Teufels gewesen, sondern eventuell waren es ganz einfach Spuren von Mäusen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ich muss erst Charles Fort zitieren. Im Buch der Verdammten, The Book of the Damned, das ist von 1919, das ist eigentlich ein Klassiker. Kann ich jedem nur empfehlen, auch die anderen Bücher von ihm. Da wimmelt es nur, auch wenn sie schwer zu lesen sind, von Mysterien. Und er selber glaubte, also er hat da die ganze wissenschaftliche Fraktion auf den Arm genommen in seinen Büchern. Da nämlich auch die Theorie oder die Spekulation kursierte, diese Teufelsabdrücke sind von Kängurus, die aus einem Zoo entlaufen sind, weil die eben auch über Mauern gingen und auf Dächern. Und da waren dann halt, ne, wie er hier so schreibt, mindestens 1000 einbeinige Kängurus, die mit kleinen Hufeisen beschlagen waren und die ihre Abdrücke dann im Schnee hinterlassen haben. Einbeinig deshalb, da diese Fußabdrücke zu einem großen Teil, die so gesehen wurden, eben nur geradlinig waren. Man konnte also nicht sehen, wie ein normaler Mensch, dass es zwei Teufelsfußabdrücke waren. Na, also die Bücher kann ich sehr empfehlen. Er schreibt da übrigens auch, dass er glaubt, dass es Aliens gibt und so. Zu seiner Zeit ist das natürlich was Besonderes gewesen. Ja, ich habe mir mal diese Wetterberichte tatsächlich von 1855 besorgen können, wie denn das Wetter so war in diesen fraglichen Nächten, wo dann morgens dann immer diese Fußabdrücke im Schnee gesehen wurden. Da gab es nämlich tatsächlich schon Wetteraufzeichnungen im Februar 1955 da in Großbritannien. Das ist eine der Seiten davon. Da wurde tatsächlich Luftfeuchtigkeit, alles Temperatur und all so etwas. Und da ist es so, da muss ich tatsächlich eventuell den Skeptikern zustimmen, die gesagt haben, dass das springende Mäuse waren, dessen Abdrücke im Schnee durch das Anschmelzen sich verformten und auch größer wurden. In allen Berichten, wenn man die so liest, heißt es war ein bitterkalter Winter mit minus 20 Grad und all so etwas. Da denkt man natürlich, die Skeptiker spinnen ja, da können die Fußabdrücke nicht anfangen anzutauen bei solchen Temperaturen. Aber tatsächlich in den Wetteraufzeichnungen, da, man sieht ja auch, dass es die alten da sind, steht beschrieben, dass es morgens auch Plusgrade tatsächlich waren. Also mit diesem extrem kalten Winter, das scheint wohl mehr so ein eingefügtes Detail zu sein, was nicht stimmt. Also es könnte tatsächlich sein, dass hier einfach nur ein Irrtum vorliegt. Also zumindest sagen es die Aufzeichnungen, dass es bis plus 4 Grad war. Und dann könnten solche hüpfenden Mäuse tatsächlich so angetaut sein. Ja, und dann muss man natürlich, dann ist es mehr wahrscheinlich ein soziologisches Phänomen, er spricht sich dann rum im Volksmund, der Teufel war wieder hier, ja, bei uns war er auch und hier bei mir auf der Garage sprang er auch rum und überall werden dann Fußabdrücke gefunden und wirklich alles dann diesem Phänomen zugeschrieben. Ja, Kryptozoologie, Bigfoot, ich muss Bigfoot natürlich noch erwähnen, weil es gibt einen Fall und zwar von dem Ehepaar Watson, das ist in Missouri in den USA, die haben angeblich UFO-Entführungserfahrungen, wo ich gleich nochmal ein extra Thema für aufmache quasi. Und zwar haben die auch gesehen, unter Hypnose haben sie das zumindest angegeben, in einer Hypnose-Rückführung, dass UFOs landen. Da kamen dann kleine Aliens raus, die seht ihr hier vorne so im Vordergrund. Die haben eine Kuh entführt, da sind wir so beim Bereich Tierverstümmelungen. Aber es stand auch ein Wesen, das sie als Bigfoot beschrieben haben. Hier so, hier ist nochmal die Vergrößerung von der Skizzezeichnung von denen, dass tatsächlich so ein behaartes Affenwesen erschienen sein soll. Und das ist für mich auch eine ganz bizarre Story, was die da in der Hypnose-Rückführung da erzählt haben. Nicht, dass jetzt kleine UFO-Männchen eine Kuh entführen, sondern dass ein Bigfoot gleich aus dem UFO mit rauskommt. Also das sind ja zwei Phänomene, die Kryptozoologie und die UFO-Forschung, die eigentlich so miteinander nichts zu tun haben. Deshalb muss so ein Fall in die bizarrsten Geschichten der Grenzwissenschaft eingefügt werden.
Ja, UFO-Entführte, das kennt ihr wahrscheinlich alle ausnahmslos. Deren Berichte, wir waren in einem UFO und wurden pseudomedizinisch untersucht, können uns nicht, missing time-mäßig, es fehlt uns Zeit und so, und wir wachten dann wieder in unser PKW oder in unser Bett auf, wo auch immer. Aber es gibt tatsächlich Berichte von Personen, die glauben, in ein UFO entführt worden zu sein, die sagen, dass sie innerhalb dieser UFOs, ich sag mal weiter UFOs, besser wäre vielleicht Anderswelt oder so, Menschen gesehen haben, die entweder schon verstorben sind oder die sich gerade im Sterben befanden. Das sind auch wieder zwei vollkommen unterschiedliche Themen der Grenzwissenschaft. Einmal das Phänomen UFO-Entführung, wo jeder denkt, es sind Aliens, die entführen Menschen in fliegende Untertassen. Und einmal die Nahtoderfahrungen, wo Personen dann auch an andere Orte versetzt werden, in Anführungszeichen, wo ja Skeptiker immer sagen, das ist halt eine chemische Reaktion im Gehirn. Aber dass die dann sagen, die UFO-Entführten, dass sie eben auch auf solche Welten getroffen sind, eben auch auf Verstorbenen, was wir eigentlich aus Nahtoderfahrung kennen. Da habe ich doch jetzt ein besseres Beispiel an. Natürlich die außerkörperliche Erfahrung, die kennen wir natürlich auch alle, die bei Nahtoderfahrung, aber die Out-of-Body-Experience, dass man seinen eigenen Körper verlässt, das gibt es ja auch bei den UFO-Entführungen, aber da komme ich gleich zu. Aber interessanter ist auch, dass die UFO-Entführten ja oft bizarre Welten beschreiben. UFO-Forscher sagen, das ist halt das Innere dieser UFOs. Aber eben gibt es auch diese Berichte, dass sie flogen über Städte, auch in diesem Fall, wo ich links die Skizze rausgenommen habe, dass sie Pyramiden sah, grüne Wiesen und all sowas. Und während ihrer UFO-Entführung, die sie dann unter Hypnose zu Protokoll gegeben hat. Und das passt eigentlich nicht, also es passt schon zu einer Toderfahrung, aber die Themen passen eigentlich nicht zusammen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass zum Beispiel diese sogenannten Außerirdischen und so, dass die aus anderen Dimensionen kommen und das alles mit allem zusammengehört. Egal ob Geistererscheinungen, paranormale Phänomene im Sinne von Zeitmanipulation nicht, im Sinne von Missing Time und all sowas oder Zeit. Dehnungen, all so etwas, diese außerkörperlichen Erfahrungen, dass das alles zusammengehört, inklusive der Nahtoderfahrungen. Aber irgendwie so richtig durchgesetzt hat sich dieser Zusammenhang noch nicht. Ja, UFOs, das muss ich mal vorlesen, da seid ihr wahrscheinlich alle jetzt auch zu müde für. UFOs sehen ja eigentlich nur Verrückte oder Spinner. UFOs sieht eigentlich jeder, aber nur Verrückte und Spinner denken, das ist was wirklich Mysteriöses. Goethe aber, der hat hier ganz in der Nähe auf einer Reise nach Leipzig, war das selber mal etwas gesehen und das nennt er hier Naturphänomen. Und das möchte ich mal vorlesen. Also er sagt bei schlechtem Wetter, also er war dann noch jung, er schreibt das in seiner Biografie und er wollte dann losreisen und dem schlechten Wetter sei Dank haben die eine andere Strecke nach Leipzig genommen, wo er dann studiert hat. Aber ich möchte das mal vorlesen. Also, dem schlechten Wetter verdanke ich den Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten sein mag. Denn ich habe nichts Ähnliches jemals wieder gesehen, noch auch von anderen, dass sie es gewahrt hätten, vernommen. Auf einmal sah ich an der rechten Seite des Weges, das ist dieser Weg, wo er im November war das übrigens, mit der Kutsche langfuhr, in eine Tiefe, eine Art von wundersam erleuchteten Amphitheater. Da befand sich also eine Senke und da drin übrigens ein See, der schreibt er später noch. Und das war ganz früher mal ein Steinbruch. Es blinken nämlich in einem trichterförmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise übereinander und leuchteten so lebhaft, dass das Auge davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr verwirrte, war, dass sie nicht etwa still saßen, sondern hin und wieder hüpften, sowohl von oben nach unten als umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur höchst ungern ließ ich mich auf diesem Schauspiel abrufen, das ich genauer zu beobachten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der Postillon, also der Fahrer dieser Kutsche, zwar von einer solchen Erscheinung nichts wissen, sagte aber, dass in der Nähe sich ein alter Steinbruch befinde, dessen mittlere Vertiefung mit Wasser gefüllt sei. Ob dieses nun ein Pandemonium, also
quasi ein fantastisches Phänomen von Irrlichtern oder eine Gesellschaft von leuchtenden Geschöpfen gewesen ist, will ich nicht entscheiden. Also leuchtende Geschöpfe vielleicht, naja, denken wir vielleicht an Feen oder so. Und das ist jetzt besonders interessant. Das hat der gute Goethe in Aus meinem Leben im zweiten Teil im sechsten Buch geschrieben, diese Geschichte, detailliert, er schreibt ja wirklich alles, wie groß die Kutsche war, wie das Wetter war und all sowas. Aber die Skeptiker sagen, ja gut, der Goethe kam da halt vorbei, im Regen im November und hat dann Glühwürmchen gesehen. Und diese Glühwürmchen haben dann rumgetanzt und haben ihn halt so fasziniert und deshalb ist es für ihn ein Mysterium gewesen, weil er sie vorher noch nie gesehen hat. Natürlich ist es jetzt erstmal blödsinnig zu sagen, er hat nie Glühwürmchen gesehen und dann ist es natürlich auch recht blödsinnig zu sagen, die Glühwürmchen tanzen im November im Regen darum. Ne? Es erinnert schon an eine UFO-Landung mit tanzenden Lichtern oder Autoscheinwerfer, was auf einem verrosteten Schild da drauf strahlen und dann so rumleuchten im Wald. Aber eben, ich finde, das ähnelt eher einer UFO-Sichtung, einer UFO-Landung in einem Wald von heute, wie wir diese Geschichten kennen. Ja, so, das musste ich unbedingt nochmal einfügen. Das konnte ich ja, da konnte ich mir nicht unterlassen. Unten rechts seht ihr ein vermeintliches UFO auf einem Foto, Gulf Breeze, da gab es eine UFO-Welle, das ist dieses Buch hier, UFOs, es gibt sie, da könnt ihr solche Bilder sehen, von Ed und Francis Walton und die haben da solche Polaroid-Bilder veröffentlicht und haben gesagt, da, wir sehen diese Aliens da und so. Viele dieser UFO-Bilder, also die sind eigentlich alle sehr zweifelhaft, es fand sich auch ein Modell von diesen kleinen UFOs bei ihm zu Hause, also ich glaube nicht, dass diese echt sind, aber der von Däniken hat in dem Buch Außerirdische und Kosmos 72 und vor allen Dingen ein Jahr später Meine Welt in Bildern über diese seltsame Geschichte berichtet, dass er in Ecuador in einem Höhlensystem war, wo er eine Metallbibliothek gefunden hat und auch bei diesem Pater Crispy gewesen ist hier in Ecuador, der lauter seltsame Objekte aus Metall hatte und die alle ganz rätselhaft sind und all so etwas. Und auf einen dieser komischen Metallobjekte findet sich dieses Männchen hier, mehrfach, das ist so eine ganze Reihe. Ob diese Objekte echt sind, wissen wir auch nicht. Und dieses Bild stammt auf dem Buch von den Waltons, UFOs, es gibt sie. Und die sehen für mich ziemlich ähnlich aus. Und da könnte man tatsächlich meinen, so verrückt wie das klingt, also das könnten ja Fakes sein und diese UFO-Story auch, dass da tatsächlich zwei Fakes ineinander übergegangen ist, dass die sich ihre UFO-Story in Alien da abkopiert haben aus dem Däniken-Buch Meine Welt in Bildern, das einige Jahre später nämlich auch in den USA erschien. Auch ein seltsam, also ich glaube an keinen beiden der Storys nicht, aber auch ein seltsames Mysterium. So, ja, nochmal Bigfoot und zwar nicht, ich habe Bigfoot gesehen und ich habe hier einen Fußabdruck aus Gips genommen, was ich eingangs sagte, das braucht man nicht, diese Themen, das ist nicht bizarr genug. Ich habe übrigens selber so einen Fußabdruck zu Hause von einer angeblichen Bigfoot-Sichtung, so einen großen aus Gips, da erkennt man sogar die Haut, Poren und Falten in diesem Fuß. Ja, aber es gibt noch andere Storys und zwar, dass Bigfoot ahnungslose Menschen entführen. Am bekanntesten ist dabei hier Albert Osman, das ist hier dieser gute Mann, da rechts, der da sitzt. Und der hat 1924 eine ganz wilde Story erlebt. Das ist, hier hat er das aufgeschrieben, hier noch eine stattliche Erklärung. Und hier erzählt er das diesem Journalisten 1957, also 30 Jahre, über 30 Jahre später, der hat es dann bekannt gemacht. Aber ich fasse die Story mal zusammen. Er war oben in British Columbia, so im Nordosten von Nordamerika, am Pazifik. Da gibt es übrigens mehrere solche Bigfoot-Entführungsfälle und Bigfoot-Sichtungen sowieso. Aber er erzählt, er war jagen und hatte dann sein Jägercamp aufgebaut mit Zelt und allem drum und dran. Und nachts immer, wenn er in seinem Zelt... Bitte? Noch lauter. Oder die leiser da. Tür dazu machen wäre gut. Die haben, habe ich gerade mitbekommen, die haben kein Bild mehr für die Fußballübertragung, nur noch den Ton und deshalb haben sie den Ton jetzt lauter gemacht. Das Bild wäre da ausgefallen. Auf jeden Fall, wir waren zelten
mit dem Osman 1924. Und wir können uns natürlich noch alle gut erinnern. Ja, und da hat er erzählt, immer wenn er nachts schlafen gegangen ist und morgens aufgestanden ist, guckte er sein Lager an und alles war durchwühlt. Es fehlte hier ein Happenessen, hier fehlte irgendwie ein Stück Fleisch, immer fehlte irgendwas. Und irgendwann kam aber dann ein Bigfoot an, ne, also er vermutet, dass der Bigfoot dann vorher die ganze Zeit sein lecker Essen geklaut hat. Und irgendwann kam dann der Bigfoot, hat ihn entführt, zu seiner Familie gebracht und dort ewig festgehalten. Aber irgendwann hat der Bigfoot die Schnupftabakdose von diesem Herrn gefunden und hat er dann rumgerochen und hat die aus Versehen verschluckt, war fast am Ersticken. Und Bigfoot Mama und die Bigfoot Kinder wollten ihn dann, also den Bigfoot Papa helfen. Und in der Zeit konnte er dann entkommen und ist durch Dschungel in Anführungszeichen, also durch diesen wilden nordamerikanischen Urwald, wieder geflohen, bis er dann endlich in einem Dorf war. Und 30 Jahre später hat er halt die Story diesen Journalisten erzählt und eine Stadt nicht versichert, das ist mir wirklich passiert. Da ist es natürlich erstmal, kann man den glauben, der wurde nie irgendwie psychologisch untersucht, seine Glaubwürdigkeit, Lügendetektor oder so etwas. Einfach nur eine bizarre Geschichte, aber es gibt auch Indianergeschichten, dass Indianer, eine Indianerin fällt mir da zum Beispiel ein, dass die auch in British Columbia auch von einem Bigfoot entführt wurde. Sie war angeblich sogar eine Woche in den Händen dieser Bigfoot-Familie. Sie musste, hat er beschreibt auch, dass sie gestunken haben, dass sie auf Moos geschlafen haben, unter Felsvorsprüngen oder sogar in Höhlen. Und die konnte dann auch irgendwann entkommen und mit durch diesen ganzen nordamerikanische Wildnis wieder zurück nach Hause. Ja, Mythen beim Wort genommen, wir Präastronautiker. Ich bin ja in erster Regel einer, der davon überzeugt ist, dass die Götter Astronauten waren. Eben Präastronauten, Erich von Däniken ist so der Mann, den jeder kennt, zu dieser Thematik. Der Turmbau zu Babel im Alten Testament, Präastronautiker durchwuseln ja alle alten Texte und Mythologien nach Hinweisen auf irgendwelche Götter des Himmels. Und da gibt es natürlich auch die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die auch schon präastronautisch immer wieder interpretiert wurde. Und wenn wir Mythen beim Wort nehmen, was ja viele Präastronautiker teilweise zu extrem genau machen, wirklich Wort für Wort als wahr ansehen, aber da gibt es eine sehr interessante Überlieferung über diesen Turmbau zu Babel. Und zwar in der griechischen Apokalypse des Baruch oder Apokalypse des Baruch, / griechisch, Kapitel 3, Vers 6, steht auch die Geschichte vom Turmbau zu Babel, dass er 363 Ellen hoch gewesen sein soll, grob 180 Meter. Im Buch der Jubiläen steht, dass er 5.433 Ellen und 2 Handbreit und 3 Stadien hoch war, und dass 43 Jahre daran gebaut wurde. Ganz grob, wenn man das ganz grob nimmt, je nachdem, welche Ellenangabe jetzt so passt, wäre der Turm 2,7 Kilometer hoch gewesen. Die Archäologen sagen, den Babelturm, das ist so von Babylon abgeleitet eben, das ist da das Ziggurat gemeint und das war in Wahrheit 90 Meter hoch. Hier muss man natürlich sagen, Mythen beim Wort genommen, also kein ernsthafter Phänomenejäger kann annehmen, dass es da einen Turm gab, der 2,7 Kilometer hoch gewesen ist. 180 Meter, ja, ein bisschen höher als die Cheops-Pyramide. Aber es gab natürlich auch welche, die Mythen auch mal beim Wort genommen haben, allerdings um sie genauer zu widerlegen. Und einer davon war dieser gute Herr, der Gelehrte, Anastasius Kirchner, da zeigt er noch ein Bild von, der hat eine berühmte Atlantiskarte gezeichnet, die eigentlich jeder Atlantis-Fan kennt. Ja, aber er hat gedacht, gut, der Turm, so steht es ja in der Bibel, die Menschen begannen einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reichte. Er hat gesagt, ja, der Himmel ist ja 265.380 Kilometer hoch, also muss der Turm ja auch so hoch gewesen sein, denn das war seiner Meinung nach halt die Entfernung Erde bis zum Himmel, bis zu Gott. Ja, die würden dann 3.400 Jahre dran gearbeitet haben und all so etwas. Und 4,5 Millionen Bauarbeiter wären nötig gewesen. Und im Endeffekt wäre dieser Turm schwerer als die Erde gewesen und hätte die Erde damit aus dem Universum, aus dem Kosmos rausgekippt. Und er kam dann deshalb zu dem Schluss, den Turmbau zu Babel hat es nie gegeben, weil sonst würde sich ja die Erde nicht mehr im Zentrum des Universums befinden. Er hat das natürlich alles detailliert
berechnet. Hier seht ihr das. Hier unten rechts ist diese Karte, wo ich sagte, die ist auch von ihm, diese berühmte Atlantis-Karte. Norden ist hier allerdings unten. Und hier seht ihr, wo er das veröffentlicht hat, und hier seine Berechnung. Hier ist die Erde, das wäre dann der Turm. Und nach seinen Berechnungen würde da halt die Erde umkippen. Hier nochmal eine andere Zeichnung. Das war also eine mathematische Widerlegung einer biblischen Geschichte von vor 400 Jahren. Naja, man sollte also Mythen nicht allzu wörtlich nehmen. Ach, ich bin nicht, das muss doch hier. So, die Men in Black, die beiden kennt ihr natürlich hier, die Men in Black mit ihrem Blitzdings da. Und das ist natürlich keine Story, das wissen wir wahrscheinlich auch alle, die irgendwie erfunden ist von Hollywood, sondern Hollywood hat eine schon kursierende Story von Men in Black aufgenommen. Und so, in der Grenzwissenschaft, beziehungsweise man kann eher sagen UFO-Forschung, werden Men in Black ja immer wieder mal erwähnt und es gibt viele Deutungsmöglichkeiten. Entweder sind Regierungsbeamte, das habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt, einer ebenso anonymen Behörde. Dann sind es Dämonen, ausgesendet vom Teufel, und die sollen, naja, im Endeffekt die ganze Menschheit manipulieren. Dann Zeitreisende aus der Zukunft, unserer eigenen Erde, dann wären es also Menschen so wie wir, nur halt aus der Zukunft. Ja, dann heißt es, das sind Aliens, diese Men in Black, dann Wesen aus anderen Dimensionen oder Überwelten. Ja, Geheimagenten der Regierung, die UFO-Zeugen einschüchtern und diskreditieren sollen. Das hängt damit zusammen, diese Men in Black, dieser Mythos besagt so, dass die nach UFO-Sichtungen zu jeweiligen Zeugen kommen, meistens zu zweit oder zu dritt, immer in, der Klassiker ist in dunklen Cadillacs, dunkel angezogen, und sagen, nein, du hast kein UFO gesehen, du hast die Venus gesehen. Die Komödie Men in Black mit Will Smith, glaube ich, zeigt das ja irgendwie ganz humorvoll. Und die sollen auch zum Beispiel Zeugen einschüchtern, Landwirte in den USA, die eine auf mysteriöse Weise umgekommene Kuh oder Pferd, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, also Tierverstümmelung und so etwas, dass sie nicht darüber berichten. Ja, Kritiker sagen, das sind natürlich Erfindungen der UFO-Szene der 50er, 60er Jahre, als das Thema UFOs, Fliegenuntertassen und Aliens so geboren wurde. Und zwar gibt es da, wenn man sich so die alten Texte, Kontaktler hießen die früher, die Kontakt mit Außerirdischen gehabt haben wollen, die erzählen sehr oft von engelsgleichen, hellen Wesen, meist oder ziemlich oft sogar auch von ganz normalen, blond aussehenden Menschen, die vielleicht etwas größer waren und also was all, nichts Großes, Mysteriöses. Und irgendwann hat dann so die UFO-Szene unbewusst diese Men in Black als genaues Gegenstück zu diesen lichten, hellen Aliens erfunden und dieser Mythos würde sich bis heute halten. Ja, neue Weltordnung, die das davon Agenten sind, kursiert natürlich auch. Aber ausnahmslos wird erzählt, es sind negative Figuren, in Anführungszeichen, also negative Personen, die halt nur Negatives hier auf unserer Welt treiben. Und wie gesagt, die Kritiker sagen, es sind eben moderne Erfindungen, moderne in Anführungszeichen, 50er, 60er Jahre. Aber da habe ich was ganz Interessantes gefunden, und zwar die Ocran Lights. Das ist so vor 100 Jahren knapp passiert, und zwar hier in Wales, in dieser kleinen Region hier in Küstennähe, in Großbritannien, ehemals EU. Und diese Men in Black scheinen hier auch einen Zusammenhang zu spielen in dieser Story von vor 100 Jahren. Jetzt erkläre ich mal kurz, was diese Lichter waren. Es war quasi eine UFO-Welle von vor 100 Jahren, so um 1905. Da wurden zahlreiche Lichter gesehen in dieser ganzen Region, die ich hier eingekästelt habe. Und diese Lichter flogen am Himmel überall herum und Journalisten wurden ausgeschickt, die sollen die doch mal jagen, diese Lichter, und darüber in deren damaligen Regenbogenpresse berichten. Und hier seht ihr sogar da so einen Ausschnitt. Und es gab in dieser Region eine Farmerin, und das ist die Mary Jones, die wird immer als Farmerin bezeichnet, sie war also die Frau eines Landwirtes. Und die hat in dieser Region selbstverständlich wie alle auch diese
hellen Lichter am Himmel gesehen, die über und diese Lichtkugeln, die so rumflogen, und hat dann eine religiöse Offenbarung gehabt und wurde dann zu einer fanatischen Katholikin, die auch zahlreiche Anhänger um sich scharte. Sie war also quasi eine Predigerin, wenn man es so nennen könnte. Ja, und einige dieser Anhänger berichteten dann auch, dass diese seltsamen Lichter und Kugeln ihr dann auch immer folgten, nachdem sie erweckt wurde, in Anführungszeichen, nach ihrem Erweckungserlebnis zum katholischen Glauben. Und dass drei Männer in Schwarz, da steht nicht Men in Black, aber drei Männer in Schwarz steht in den alten Texten, die waren schwarz bekleidet, ihr auch immer folgten und ihr eine Nachricht übermittelten, von der sie sich fürchte, sie zu berichten. Und das ist doch ein klassisches Beispiel von Man in Black, wie wir sie aus dem modernen UFO-Mythos kennen. Nur, dass dies 1905 passiert sein soll in Wales. Das ist also irgendwie bizarr, wenn man tatsächlich denkt, das ist irgendeine Regierungsbehörde auch, die nur dafür da sind, in quasi unscheinbaren Klamotten UFO-Zeugen einzuschüchtern. Warum gab es denn Männer, drei schwarz gekleidete Männer, die diese Frau verfolgten und angeblich dann auch mit einer Nachricht einschüchterten? Regierungsbehörde, sehr seltsam. Ja, was so alles vom Himmel fällt, es geht hier jetzt nicht um Raining Mans oder es regnet Hunde und Katzen, sondern mal um andere Dinge. Hier steht von Geld bis Tieren. Es gibt tatsächlich zahlreiche Berichte, dass irgendwo Geld niedergeht. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte aus London, dass in einem Stadtteil silbernes Geld regnete, und zwar war es russisches Geld aus Russland und also etwas mehr. Aber dieser gute Herr, der Roland Moody, der ist aus Großbritannien, der hatte 1979, saß er so in seinem Gewächshaus, da sitzt er jetzt auch auf diesem Bild hier, und dann hörte er was prasseln, ging dann nachher raus und dann fand er dort, das passierte dann am 12. und 13. Februar, fand er dort Bohnen, Kressesamen, Mais, Senfkörner und all so etwas, kiloweise. Die Nachbarn haben das alle eingesammelt, eingepflanzt und es keimte auch noch wunderbar gut. Genauso wie diese beiden hier, hier stehen die an dem Ort, wo das passiert ist, 1977, da kam ein Haselnussschauer vom Himmel her nieder. Die Haselnüsse waren praktischerweise auch schon direkt offen, konnte man also direkt essen, war noch lecker und so. Haben die da so beschrieben und andere, die dann aufgesammelt haben, auch. Und da ist natürlich dann so eine Sache, diese Geschichten kennt ihr vielleicht, dass es seltsame Dinge vom Himmel regnet, eben Fisch- und Froschregen, wo ich jetzt keine Beispiele von nenne. Da sagen die Skeptiker ja immer, das sind kleine Tornados, die saugen diese Fische oder so aus einem See oder die Frösche oder aus dem Meer, tragen die dann so und so weit und schmeißen die dann da wieder ab, Windhosen oder so. Das klingt erstmal sehr gut, aber dann fragt man sich natürlich, warum ist es dir zum Beispiel, es passierte hier bei ihm hier links im Bild, oder in der Mitte im Bild, am 12. Februar, da waren es erst noch nur Senfkörner. Warum sind es nur Senfkörner und wo kamen die überhaupt her im Februar? Warum sind es nur Fische einer Sorte? Warum ist bei diesem Regen, wenn Fische irgendwo niederprasseln, warum befindet sich dabei nicht Algen, Seetang, Äste oder Stöcker, die mit hochgesogen wurden, sondern quasi nur die reinen Fischlein. Fragt ihr noch, irgendwann wiegt es noch Fischstäbchen, also quasi direkt regnen. Ja, und da ist es auch ganz interessant. Dieser gute Herr hier hat nach einem Hagelschauer, nicht nur bei ihm auf dem Grundstück, auch auf den Nachbargrundstücken, hat er Dutzende solcher seltsamen Krabben gefunden. Die rannten auf einmal herum nach dem Hagelschauer. Wieso können die einfach vom Himmel fallen und nicht anderes Getier damit, wenn sie denn tatsächlich aufgesogen wurden? Ja, hier habe ich mal eine Illustration von 1680 hier rechts. Da wird berichtet, dass Weizen vom Himmel fiel. Ja, hier wieder die Frage, warum denn nur der Weizen und warum nicht was anderes dabei? Ja, und dann gibt es auch eine Geschichte von 1907, dass in Frankreich Hagelkörner runtergingen, ein riesen Hagelschauer. Und die Anwohner sind alle ganz aufgeregt zu dem örtlichen Pfarrer gegangen und haben gesagt, guck mal hier, diese Hagelkörner, die hätten alle reliefartig, also nicht, wenn man sie gegen das Licht hält, was ihr bestimmt schon mal gesehen habt, so dann kann man ein Gesicht erkennen, sondern reliefartig wie eingeschnitzt die Mutter Gottes in einem Kleid erkannt, und zwar in allen Hagelkörnern. 107 Augenzeugen wurden damals dann in Frankreich befragt, auch von der katholischen Kirche, und alle haben gesagt, ja, in jedem dieser Körner war klar das Gleiche wie
außer Maschinen haben sie nicht gesagt, aber das identische Bild einer Mutter Gottes zu erkennen, was eben vom Himmel geregnet ist. Das ist ein Phänomen, das kann man so überhaupt nicht, wenn es denn tatsächlich so auch wirklich stattgefunden hat und sie nicht im religiösen Wahn nur einen Eisklumpen gesehen haben und gesagt, ja, auf allen ist das. Wie kann sowas passieren? Große Hagelkörner haben jetzt vor ein paar Tagen noch bei uns erlebt in Nordrhein-Westfalen. Gut, die fallen vom Himmel, aber warum ist da ein Bild zu erkennen, was angeblich tatsächlich deutlich gewesen sein soll? Wo kommt das her? Was hat das für eine Ursache? Für einen Grund vor allen Dingen? Ja, für einen Grund bei Inje, der Heilige, er ist unlängst heilig gesprochen, der Bischof Albertus Magnus, ich glaube Papst Johannes Paul II. Hat 1981 heilig gesprochen und er berichtet, dass er halt so durch die Lande zog und da fiel plötzlich ein Kalb vom Himmel. Und da habe ich gedacht, als ich diese Story gelesen habe, 800 Jahre ist das jetzt fast hier, von 1280 soll das passiert sein, als dieses Kalb hier auf einmal diesen religiösen Eiferer vor die Füße gefallen ist. Da habe ich gedacht, es gibt doch auch Tierverstümmelungen. In Argentinien zum Beispiel Berichte, und da habe ich jetzt diese Bilder aus Argentinien nicht eingefügt, die habe ich von Kollegen und auch die Presseberichte, die ich nicht lesen kann, weil ich die Sprache nicht verstehe, dass zum Beispiel solche Tierverschlimmungen, dass diese Kühe, in diesem Beispiel ist es eine Kuh auf einem Mast oben, auf einem Telegrafenmast, auf einem Hochspannungsmast in den USA, dass die quasi wie aus dem Himmel geworfen oben drauf liegt. Und aus Argentinien habe ich dann diese Berichte, wie ich gerade erwähnte, da gibt es dann Storys, dass die Rippen gebrochen sind, eben auch als wenn diese Kühe auf den Boden geschmissen wurden, aus großer Höhe, oder auch die Hörner abgebrochen sind und nicht, dass sie auf eine natürliche Weise dann verendet sind. Und zu diesem seltsamen Tier, ne, da wollte ich ja noch gar nicht hin. Zu diesen seltsamen Tierverstümmelungen gibt es dann auch wieder diese Beispiele, das haben wir gerade gesehen, bei dem Fall Watson, wo auch dieser Bigfoot da stand, dass eben angebliche Aliens nicht nur diese Menschen in eine Anderswelt entführen, wo sich auch Zeit und Raum nicht so anfühlt, wie wir es jetzt hier in dieser Hitze fühlen, sondern in Ostfaktor, sagt man da in der UFO-Forschung auch zu, dass es eben quasi wie in einer anderen Welt ist. Da gibt es auch Märchen und all sowas, die genau das Gleiche berichten, dass Feen, Trolle und andere mysteriöse Wesen Menschen entführen, die dann auch so etwas erleben. Aber das, für mich sind das klare Parallelen. Und genauso zu den Nahtoderfahrungen klare Parallelen, wo es ja auch quasi in eine andere Welt geht, die dann eben als Leben nach dem Tod interpretiert wird. Obwohl, das muss ich noch einwenden zu den Nahtoderfahrungen, es gibt auch negative Nahtoderfahrungen, wo die nicht im Himmel sind mit Oma und Opa, die sie dann wiedersehen auf einer grünen Wiese, sondern auch Höllen-Nahtoderfahrungen, dass sie in einem quasi Höllenfeuer schmoren und landen mit Dämonen und all so etwas mehr. Ja, diese Tierverstümmelungen sind meiner Meinung nach das greifbarste und aktuellste von den bizarrsten Mysterien der Grenzwissenschaft, die es gibt, mit diesen immer wieder in Nord- und Südamerika vor allen Dingen aufgefundenen Tieren. Es gibt auch Märchen, haben gestern noch darüber gesprochen, wo solche seltsamen Geschichten von Kühen und Schweinen, die vom Himmel fallen in Mitteleuropa, dass so etwas erzählt wird. Aber wie dem auch sei, es ist bis heute nicht erklärbar. Es ist auch ganz interessant, die Kadaver, wenn sie natürlich sterben würden, werden natürlich von Raubtieren und Aasfressern sofort angefallen und angenagt. Da gibt es zahlreiche Berichte und auch Kameraüberwachungen, wo man das sehen kann, dass da eben diese Aasfresser hingehen und diese Kühe, Pferde und so etwas verspeisen wollen. Aber diese durch ein Mysterium verstümmelten und zerstückelten Tiere werden von diesen Tieren gemieden. Ja, wer erschuf den Mond? Das ist auch ein wirklich bizarres Mysterium, was ich eingefügt habe. Da ist nämlich tatsächlich ab 2005 große Wellen auch in den deutschen Medien schlug. Denn diese beiden, die haben mehrere Bücher veröffentlicht hier, Christopher Knight und Alan Butler. Und zwar sind sie überzeugt, dass der Mond von einer Hyperintelligenz, Schrägstrich Gott, Kraft künstlich erschaffen wurde, weil es ist einfach das Erde-Mond-System zu perfekt und deshalb kann es nicht
auf natürliche Art und Weise entstanden worden sein. Ich erinnere mich gut vor 11 Jahren, als das in den deutschen Medien war, das wurde tatsächlich sehr breit getrieben. Man muss aber dazu sagen, die beiden Autoren sind Anhänger der Theorie, dass die Erde vielleicht nur 10.000 Jahre alt ist, alles ist von Gott gemacht und all so etwas. Ja, abschließend noch etwas Bizarres, das ist eigentlich nur bizarr, weil es unbekannt ist. Die erste Rakete ist nämlich 1555 im heutigen Rumänien gestartet worden. Und zwar Konrad Haas hat die gestartet. Das sind Originalzeichnungen aus seinen Arbeiten. Hier die, seht diese drei Bilder, die sind erst 1961 in Rumänien, in Hermannstadt, in Siebenbürgen, wiederentdeckt worden, diese Aufzeichnung von ihm. Und dieser Konrad Haas, der war damals ein sogenannter Zeugmeister in einer Burg. Also der war für alles zuständig, von Hufeisen bis dass die Wasserpumpen laufen und all so etwas. Und er hat mit Raketen experimentiert, theoretisch und praktisch. Hier sehen wir so Zeichnungen seiner Experimente. Und besonders interessant ist diese linke Skizze, die kann man hier vielleicht besser sehen. Er hat auch schon solche Raketen gebaut mit verschiedenen Stufen, die nacheinander zünden. Das kennen wir heute alle seit Apollo natürlich, mit 3-Stufen-Raketen. Die hatte er dann auch schon zusammengetüftelt. Oder Raketen mit mehreren Tanks, das kennen wir vom Space Shuttle. Und all das hat er 1555 in den Himmel schon gejagt in Rumänien. Und hier ist besonders das Bild rechts interessant. Das flog nicht, aber er hatte sich theoretisch überlegt, wenn man diese Raketen groß genug baut, kann man ja ein Häuschen draufsetzen und dann eben Menschen mit in den Himmel schicken mit diesen Raketen. Er nannte das Ding fliegendes Haus. So hat er sich das vorgestellt, natürlich mit einer schönen Kuppel und so. Aber in seinen Beschreibungen schreibt er auch, wie du sollst machen, gar schöne Rakete, also das ist jetzt original so abgeschrieben, deshalb diese Sprache, die da von mir selber oben hinauf in die Hoch fahren. Damit meint er, damit in seinen Aufzeichnungen beschreibt er, wie man eben Raketen baut, wo man mit hoch in den Himmel fliegen kann. Seine Erfindungen, wenn man sich das so durchkriegt, sind erstmal diese Mehrstufen- und Bündelraketen, gerade gesehen, mehrere zusammengebunden. Treibstoffzellen, eben diese verschiedenen Elemente, wo die angebracht werden sollen, das hat er damals auch praktisch schon erprobt. Verschiedene Treibstoffgemische, flüssiger Treibstoff übrigens, je nach Typ der Rakete, Größe, wie weit sie fliegen soll und all so etwas. Stabilisierungsflügel in Delta-Form, kennen wir alle, hat er damals auch an seine Raketen schon angebracht und im Endeffekt die Idee zur bemannten Raumfahrt durch diese Sache. Das alles ist schon wahnsinnig spannend, da das 1555 gewesen ist und deshalb habe ich das zum Abschluss nochmal hier angefügt und bin damit am Ende des Vortrags. Und jetzt können wir Luft holen.